Ja, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Show, Let's Show vor allem, Let's Play World of Warships. Wieder eine Standalone-Folge, einfach aus dem Grund, dass es jetzt schnell gehen muss, denn heute ist Freitag. Freitag, der 17. um 20.15 Uhr. Und ja, ihr lernt bei mir sogar sehr nützliche Sachen, wie ich gerade eben selber festgestellt habe. Und zwar zum einen, was Just-in-Time-Produktion bedeutet. Ja, so Sachen produzieren und fertigstellen, wenn sie erst gebraucht werden und wenn es eigentlich schon zu spät ist. Also so wie jetzt bei mir, weil ich ja heute eine World of Warships-Folge brauche. Das heißt, ich werde das jetzt gleich nach dem Aufnehmen hochladen und hoffen, dass das noch vor Mitternacht fertig ist. Und ja, dann sehen wir weiter. Was ich jetzt aber gucken wollte, ich bin ja völlig unvorbereitet hier reingesprungen. Die Könge! Ne, viel zu viel. Bestimmt viel zu viel. Oh, was brauche ich? Wie viel brauche ich denn hierfür noch? 5000 nur noch. Ist verlockend, aber das mache ich wann anders. Zu Kuma wollte ich, ne? Kuma. Weil die so viele schöne Geschütze hat und Torpedoröhrchen. Da brauche ich tatsächlich nur 2024. Das ist schon mal gut. Isukasa habe ich die nicht auch schon? Oh ne, da brauche ich noch ein bisschen was zu. Okay, tut mir leid, ich muss kurz mal ein bisschen durchgucken hier bei den Forschungstrees. Deutsche Torpedoschiffe. In der Theorie könnte ich ja mal. So. Wir haben natürlich was ganz Wichtiges vergessen. Fällt mir gerade erst ein. Deswegen habt ihr jetzt kurz Standbild, sage ich schon. So. Ich hatte nämlich kein... Oh, Entschuldigung, wieder Standbild. So, jetzt. Weil ich hatte ja keine Musik. Ich dachte die ganze Zeit, ich hör's nichts, was ist da los? Tatsächlich... Erster Deutsch, Torpedoboot. Ich hatte tatsächlich keinen Ton hier rangemacht. Ja. Gib halt alles aus. Mach halt. Habe ich nicht gerade Ja geklickt? Ich dachte schon. Ich dachte, ich hätte Ja. Komm her, ey. Okay, alles klar. Gut, sehr schön, sehr schön. Mal kurz gucken, was wir als Verbesserungen hinzufügen können. Wie teuer ist doch. Was haben wir denn? Hauptbewaffnungsmodifikation und Hilfsbewaffnungsmodi. Moment. Hilfsbewaffnungsmodifikation. Wir haben keinerlei Hilfsbewaffnung, höchstens Flugabwehr. Magazinmodi. Ja, das habe ich sowieso nie gehabt. Und das Geld. Spare ich mir jetzt mal ganz getrost. Wir machen nochmal Äußeres. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Weil ich noch kein deutsches Torpedoschiffchen hatte. Und deswegen. Punkt, was haben wir denn noch an Flaggen übrig? Nehme ich doch glatt. Mehr Chance auf Wassereinbrüche. Was haben wir hier nochmal? Captain's EP kann auch nicht schaden. Und ansonsten. Was haben wir hier? Haben wir auch noch 9 Stück von. Ah, ist nicht so dolle, aber immerhin. So, wir haben jetzt nämlich die V25 Stufe 2 Torpedokreuzer. Ein deutscher Torpedokreuzer, ein kleines Torpedoschiff. Kenne ich nicht, habe ich noch nicht gehabt. Müssen wir einfach mal machen. Just in ein Zufallsgefecht hinein. 4 Minuten habe ich jetzt schon damit verbracht, hier nur doof zu quatschen. Toll, super, ich kann es noch. Mal kurz einen Schluck aus dem Energy Drink nehmen.
Muss auch sagen, ich war heute erst um 18.15 Uhr zu Hause. Dann essen. Und jetzt komme ich halt erst dazu aufzunehmen. Also duschen natürlich auch noch und so alles, ne? Aber klappt ja jetzt. So, mal kurz gucken, was haben wir denn hauptsächlich? Eine Horde V25er. Weil ich es kann, komm. Machst du Divi. So. Ich habe noch keinen Schimmer. Wie es sich am besten fährt. Autopilot aktiviert. Deswegen setze ich einfach mal. Boah. Das sind die Torpedowinkel. Ne. Die Schlacht beginnt. Wie nice. Alter Schwede, kack doch nicht ins Essen. Viel Glück allen. Ah, ist klar, da ist Weitwinkel und da ist Schmalwinkel oder was. Nice. Mag ich ja. Und das Ding ist ja. Autopilot deaktiviert. Geht ja ab. Was haben wir? 35, 36 Knoten. Meine Fresse. Boah, das geht da. Das ist aber echt schnell. Weißt du nicht, ob die Geräuschkulisse gerade extra ist, weil das klang so ein bisschen komisch, dieses Wii-Wii-Wii-Wii-Wii. Aber wir werden sehen. Torpedos 8 aus! Torpedos 8 aus! Torpedos 8 aus! Torpedos 8 aus! Ich kann nichts sehen! Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet! Okay. Check it. Machen wir mal eine Vollkehrtwende. Ich sagte, wir machen eine volle Kehrtwende. Torpedos auf Backbord, direkt kritischer Maschinenschaden. Oh nein, Maschinenschaden. Can't see anything. Alter Schwede! Ja, gut, ne? Und das war's! Und das war's. Aber wir haben schon mal recht gut ausgeteilt. Naja, es geht so. Auf jeden Fall Eroberung mitgeholfen. Und diese Torpedo. Ich muss mich da erstmal dran gewöhnen, dass das so einen Winkel ergibt. Das hatte ich ja noch gar nicht. Ist ja krass. Ein Torpedotreffer immerhin erhalten. Aber ich würde sagen, das war ja jetzt noch nicht viel. Krass. 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 Cool. Bin doch recht angetan. Irgendwie. Auf irgendeine Weise. Was habt ihr denn? 15.000 fehlen mir noch. Kack, die wandern. Was ist bei der Kaiser? 4.000. Würde ich mal sagen. Nassau.
du nasse Sau. Wir fahren jetzt mal eine Runde. Wir fahren jetzt mal eine Runde mit der Nassau. Ich hau noch mal ein bisschen Tarnung rein. Ja, was haben wir denn eigentlich noch auf Lager? Meine Streuung kann auf Gegner verschippen. Können wir zurück ins Wasser. Der St. Patrick's Day Tarnung. Ja, ist aber dasselbe wie Seele des Ozeans. Nur mit einem anderen Prozentsatz. 1% Unterschied für... Nee, gar nicht. Gar nicht. Ist exakt das gleiche. Pff, vergiss es. Dafür gebe ich kein Gold aus. Was haben wir hier? Was war das hier? Machen wir das mal. Finde ich zwar immer sau hässlich, aber wir nehmen es mal. So, tatsächlich haben wir dann trotzdem nochmal 2 Flaggen dran. Und sehen dann zu, dass wir 1 Punkt haben wir noch. Warum hängt denn das gerade so? 1 Punkt haben wir noch und das ist zu vergeben. Der ist zu vergeben. Um das Risiko zu minimieren, dass Module unbrauchbar werden. Ja. So. Starten. Wieder umdenken. Jetzt muss ich wieder umdenken. Ich habe mich auf Torpedo gerade konzentriert, schnell. Und jetzt muss ich gucken, dass ich langsam bin. Und einen Schluck nehmen kann. Ja, es ist wieder gewöhnungsbedürftig. So, Teammitglieder. Gut, Kaiser Wyoming kann. Okay. Lass uns mal kurz gucken. Wir starten in der Mitte. Warum starte ich immer in der Mitte? Ich weiß es nicht. Es sind so viele Torpedoschiffe, vor allem der Gegner hat 5. 5 Zerstörer. Autopilot aktiviert. Das heißt, für uns geht es jetzt erstmal rechts rum. Gefechtsstation. Finde ich immer wieder schick, die Nassau. Ich finde, die hat was. Obwohl dieses Seemanns-Baby-Blau-Tarn-Ding irgendwie... Ich mag das absolut nicht. Sieht doof aus, aber erfüllt seinen Zweck. Oh, ich hasse immer diese Ausweichmanöver vom Autopiloten. Kollege Kaiser, was machst du? Sah gerade nämlich so aus, als fährt er hier irgendwie direkt auf den Hafen zu. Hat mich etwas verwirrt. So, da vorne Ishizushi und die Danae. Die Ishi würde ich gerne mal frontal konfrontieren. Muss ich gestehen. Danae kommen wir aber noch nicht ran. 13, 11. Ah, ich habe nur einen 10er. Ich glaube, ich habe nur 10 Kilometer Reichweite. Ich hab's voll vergessen. Kaiser schleicht hier so durch. Unsere Schiffe sind schon unter Beschuss. Oh. Oh, komm, ey. Das ist jetzt fies. Das ist jetzt fies. Ich komme nicht dran.
Oh, da vorne Torpedo. Wir drosseln auf halber Knoten. Ja, nö! Feueralarm. Scheiße, ich hatte keine HE ausgerüstet. Okay. Also Strategie. Ist klar. Die sind alle zu weit weg. Ja, Danae. War so eine Torpedonutte, ne? Ich glaube. Autopilot deaktiviert. So. Schon wieder? Ich krieg das Kotzen. Ich krieg das Kotzen. Oh, wer ist denn da vorne? Dieses Kackfeuer wütet immer noch. Ich krieg einen Knall. Ne Nassau. Na komm. Keiner, der sitzt. Ich glaub's nicht. Kommt, ladet auf. Ladet! Kaiser. Arretierungsschuss. Schuss sitzt. Ich würde aber gern die Ishisushi anvisieren. Ich werde währenddessen übrigens hier nicht meine Verteidigung vernachlässigen. Ich hoffe, hinterm Berg geht's auch. Natürlich nicht. Aber gleich sind wir wieder über den Hügel. Von den Nassau hat zu tun. Können wir gleich unterstützen. Erstmal machen wir hier einen Hügelschuss. So, Autogeschütze. Autogeschütze geben Strecke. Wir haben Verstärkung. Das heißt, ich lasse die Autogeschütze jetzt mal ihr Werk machen. Oh, sie dreht bei. Verdammt, der hätte sitzen können. Die sitzen. Sehr schön. Alles klar. Autopilot aktiviert. Wir gehen cappen. Und zwar auf Fullspeed. Machen nochmal Hüllenreparatur. Und konzentrieren unser Hauptfeuer dann
auf den kampierenden Kollegen. Ein leichtes Fressen, wenn man treffen würde. Wir müssen auch Punkte aufholen. Oh, gut, die Autogeschütze machen ihr Ding. Finde ich gut. 9 Zieltreffer gleich wieder reingeklatscht. Nice. Wir setzen auf direkte Konfrontation übrigens. Und zwar auf Fullspeed. Okay, tut mir leid, aber wir müssen uns doch leider zuerst um den Zerstörer kümmern, der auch inaktiv ist. Was ist das ein Fressen heute? Ach komm, einer muss doch mal treffen. Okay. Auf den geschissen. Scheiße. Mist. Was? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Was zur... Was ist denn das für ein Bullshit? Warum ist denn der jetzt aktiv? Aber hier die Kaiser. Hat ordentlich eingesteckt gegen die Sushi. Ach, das hatte ich mich schon gefragt, wie weit der den Turm drehen kann. Ob der auch auf der anderen Seite. Aber der dreht doch lahmarschig, oder? Der dreht ja richtig lahmarschig, wenn man den mal braucht. Und die Sushi steckt fest, so ziemlich. Muss gerade wieder rückwärts fahren. Ziemlich doofe Idee. Kann gleich aber wieder eine Breitseite abgeben. Und das war's eventuell für die Kaiser. Wenn nur noch 1700... Das war's für die Kaiser. Die Sushi hat gewonnen. Die ist ja... Bastard, Alter. Fiel gerade echt zum Kotzen. Kampierter, unsicher. Auf jeden Fall, das wird nichts. Aber 24 Treffer, 23 Treffer und dreimal in Brand gesteckt. Bin ich doch einigermaßen zufrieden. Einigermaßen. Könnte besser sein, ich weiß, aber ja, okay. Hm. Wenn der Paddy und Co. da wären. Wir können doch mal kurz gucken, was die V25 so gebracht hat. Niederlage. Einmal Wassereinbruch verursacht. Jawohl, wussten wir ja schon. Teamwertung. Ja. So viel war das nicht. Und ja. War jetzt ein etwas kurzfristig und kurz geplantes Let's Play. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Hoffentlich, wenn der Paddy und der Xane mal wieder dabei sind. Bis dahin, macht das gut. Haut rein. Ich lade das jetzt hoch und wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut und